Verfickte Scheiße nochmal! Herzlich willkommen zu Vendettas Woche. Ich bin ein bisschen mal wieder im Arsch. Müdeste Show auf YouTube war der Name der letzten Woche. Deswegen muss ich mir überlegen, welchen Namen ich diesmal nehme. Vielleicht müdeste Show auf YouTube. Keine Ahnung. Ich bin schon wieder voll im Arsch und das liegt daran, dass der arme Vendetta von Montag bis Donnerstag auf einer Schulung ist. Immer von morgens aus morgens um 7 aus dem Haus, komme um 7 wieder. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig, Leute. Wieder zur Schule zu gehen, das macht einen fertig. Oh. Egal, darum geht es nicht. Es geht darum, letzte Woche gab es keine Vendetta-Woche, weil es gab ja den Livestream. Und der Livestream, der hat auch nochmal im Nachhinein bei euch Anklang gefunden. Und zwar 241 Aufrufe, da gehen wir auch gleich in die Kommentare. Aber erstmal möchte ich mit euch schimpfen, was ist denn das hier? Von 200 Abonnenten auf 230... Ihr seid bekloppt. Ihr seid echt so bekloppt. Echt. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich freue mich so sehr. Ich explodiere vor Freude. Ich hoffe, das sieht man gerade. Jedenfalls, herzlichen Dank dafür, dass ihr mir die Stange... Ne, ihr wisst ja schon. Und was ich nur nicht an der ganzen Sache verstehe, ist... Wenn immer so viele neue Abonnenten kommen, warum interessiert sich denn keiner hier für Conan Fodder? Ich sag schon wieder Conan-Futter. Das sage ich auch im Spiel immer. Es heißt Cannon-Futter. Das finde ich so schade, Leute. Immer DayZ, DayZ, DayZ. Und da möchte ich nämlich zum ersten Kommentar kommen. Und zwar hier bei... Cannon-Futter 3. Da hat der Zombie-Gulasch was geschrieben. Und zwar... Ich muss sagen, wenn ich die Aufrufe sehe, könnte ich zu viel bekommen. DayZ, DayZ, DayZ. Ich finde, du solltest nach der Staffel damit aufhören, weil ich finde... dass sich scheinbar keiner interessiert, was du sonst machst. Verschwendest du dein Potenzial an die, die nur DayZ sehen wollen. Aber gutes Video. Vielen Dank, Zombie Gulasch. Ja, ich finde es auch irgendwo ganz, ganz traurig. Ich finde es schön. Ich habe auch viel Positives wieder über DayZ gekriegt. Beste Let's Play-Reihe bei YouTube und. Das ist schön, dass euch das wirklich so gut gefällt. Aber ich bin doch kein reiner DayZ-Spieler. Ich habe jetzt auch eine Woche lang kein DayZ aufgenommen. Das liegt daran, dass ja zurzeit auch bei DayZ diese riesen Bugs sind und wir zurzeit auch ein bisschen CSGO spielen. Hier die Aufforderung, wenn ihr 5 Leute habt und ihr spielt CSGO, dann fordert uns doch mal heraus. Einfach so rein, so aus Spaß. Wir daddeln das auch nur so zum Spaß. Einige von denen, mit denen wir spielen, die haben noch nie vorher Counter-Strike gespielt. Also... Piano. Also wenn ihr Low-Skill seid, das reicht vollkommen. Mehr muss es nicht sein. Naja, ja, so viel dazu. Also Abonnentenwachstum, Abonnenten wachsen, schießen wie Pilze aus dem Boden. Aber wie gesagt, die anderen Let's Plays, die interessieren keinen. Und dann frage ich mich, ey Leute, was wollt ihr denn dann sehen? Wollt ihr echt nur DayZ sehen oder gibt es einfach Spiele da draußen, die ihr unbedingt sehen wollt? Dann sagt es. Dafür sind diese Vendetta-Wochen, sind sie da. Ihr könnt einfach sagen, ich will den Landwirtschaftssimulator 2011 sehen. Und andere sagt, ich möchte aber Hello Kitty Online sehen. Dann sagt es doch einfach, macht doch mal euren Mund auf. Das ist ja ein Community-Kanal. Ich mache gerne etwas und teste auch gerne Spiele an. Schreibt es nur. Und dann wird das auch passieren. Cannon-Futter ist nur entstanden, weil ich mit dem Halunken drüber gesprochen habe. Und ich mir einfach mal wieder ein Bild davon machen wollte, ob das Spiel wirklich noch so geil ist. Und könnt ihr ja selber sehen. Es ist eine dreiteilige Reihe. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ah, war meistens das erste Retro und die anderen nicht. Also beziehungsweise das zweite könnte auch Retro heißen. Na, ist ja auch egal. So viel dazu. So, und jetzt möchte ich mal zu euren Kommentaren kommen. Also, gucke ich trotzdem nochmal in die Kommentare von der letzten Woche rein und dann in den Livestream. Ja. Oh, fuck. 362 Aufrufe, ihr Bekloppten hier. So, Kommentare des Benutzers. Nein, ich möchte hier alle anzeigen. Alle Kommentare und am besten nach Konversation. So, dann gucken wir mal. Monoton hat geschrieben, ach ja, und kannst du vielleicht den Livestream... Warte, stopp, das ist nicht richtig. Das muss doch... Nach Konversation, ach so, nach Zeit sortieren, ist das sinnvoller? Ja, das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, das ist viel sinnvoller, okay. Also, Monoton hat geschrieben, ach ja, und kannst du vielleicht den Livestream aufnehmen, wäre total nett. Monoton, das habe ich getan.
Dann hat Monoton geschrieben, Mann, bin Freitag nicht da, das ärgert mich total, weil ich schon beim ersten Stream nicht da war. Naja, ich habe die Text wieder gelesen und wollte nochmal hier erwähnen, dass das Camping-Video voll geil war. Wer es nicht gemacht hat, unbedingt nachholen. Und Alex, alles Gute zu deinem 200. Vielen Dank, Monoton. Das Camping-Video, falls ihr es noch nicht kennt, das war das Dayset-Special-Video in Real Life. So, da gucken wir mal weiter. Ja, kreativ Multiplayers hat geschrieben. Ich bin zwar erst neu dabei, aber was ich bisher gesehen habe, beeindruckt mich. Mach weiter so. Das ist ein tolles Kompliment. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Habe ich auch vielen Dank drunter geschrieben. Da hat der Halunke wegen den Humanity-Wert. Der Wert Humanity ist auf einen selbst bezogen, nicht auf den Charakter. Das heißt, egal wie oft man stirbt, der Wert bleibt bestehen. Heißt also, wenn ihr ein Bandit seid bei DayZ, weil ihr so viele Leute gekillt habt und ihr dann drauf geht, dann heißt das nicht, dass ihr sofort wieder ein netter Mensch seid. Nein. Gott vergibt keine Fehler. Jetzt greift mir die Katze hier ins Mikrofon. Hab ich dich? Hab ich dich? Oh, ich hab einen Terroristen. So, weiter Terrorist. Also, wenn ihr ein böser Mensch seid und wiedergeboren werdet, dann seid ihr immer noch ein böser Mensch. Fehler werden nicht wieder gut gemacht. Ihr müsst erst bei eurer Reinkarnation Gutes tun, um wieder ein guter Mensch zu werden. So, so viel dazu. Hab mich echt gefreut, dass ihr mir da was geschickt habt, sagte Mav. Wir haben dem Mav Bilder geschickt. Das seht ihr auch im Livestream oder auch, glaube ich, in der Vendetta-Woche. So, MathMX hat noch was geschrieben. Hab's gesehen, herzlichen zu über 200 Abos, echt Wahnsinn. Kann man sich immer nur wiederholen. Darf ich Freitag mitmachen? Achso, beim Livestream. Ich nehme einfach mal an, ja. Hab heute mal gesehen, hast ja ordentlich Videos reingekloppt. Werde gerade noch ein bisschen was zu schauen haben. Ist aber auch beschissen mit dem Safe Game für Let's Player, ist sowas echt mies. Das bezogen auf Dead Space. Bei Dead Space habe ich, gut aussehender, netter junger Mann, ein neues Safe Game aus dem Internet geladen, weil mein altes Safe Game weg war. Könnt ihr, glaube ich, auch noch in der Vendetta-Woche sehen. So. Dann ging es hier um Short Gamer. Du holst mich ja bald ein. And a Boss in the House. Da geht's um die Abonnenten. Und dann habe ich ihn aufgezogen und ich habe gesagt, hey, wenn ich 500 Abonnenten habe, kriege ich auch einen Kuchen. Ich kriege keinen Kuchen, leider nicht. Ist ja auch egal. DeadoxTube, die liebe Ella, die, aber nicht so früh am Freitag, muss doch arbeiten, freue mich tierisch auf den Livestream. Ich habe gesagt, geht um 18 Uhr los. Mr. Dragonslay, du hast mir immer noch nicht geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Heißt es Dragonslay oder Dragonslayer? Fehlt da einfach nur ein R? Da freue ich mich richtig auf Freitag. Yep. Lol, ihr wart auch campen, wir auch, aber haben von Freitag bis Sonntag nur getrunken. Hm. Und Togetherboy99 hat geschrieben, okay. Okay. Was will uns Togetherboy99 damit sagen? Togetherboy99, falls du das hier siehst, was willst du uns mit okay sagen? So, das war's mit den Kommentaren zu der Vendetta-Woche. Aber wir sind ja noch nicht fertig, weil das war ja die Vendetta-Woche. Ich gehe gerade zurück, aber er will irgendwie nicht. Noch weiter zurück. Halt die Klappe hier. Ach, mach ich so. Achso, hier könnt ihr noch sehen, was ich in der Woche hochgeladen habe. Und zwar den zweiten Part. Play Together Portal 2 Abonnenten zocken mit der Ella. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn ich mit den Schulungen durch bin, werden wir wahrscheinlich Portal 2 dann auch mal abschließen. Wir haben ja da jetzt ein vollwertiges Play Together rausgemacht, weil das Spiel so unglaublich viel Spaß macht. Also nicht wundern. So, 200er Abonnenten Special. So, Pause. So, wie mache ich das denn hier wieder? Alle Anzeigen. Fange ich dann von unten am besten an? Das ist eine gute Frage. Oder von oben? Mr. Dylan schreibt, der Livestream war der Hammer. Ich habe darauf geantwortet, es freut mich, dass der Livestream so vielen gefallen hat.
Nee, ist richtig. Ich persönlich war nicht so überzeugt und setze mir fürs nächste Mal höhere Ziele. Das kommt daher, das muss ich euch mal erklären. An dem Freitag, der Freitag, das Datum war ungünstig gewählt. Also wirklich ungünstig gewählt. Das nächste Mal kommt das wieder an einem Wochenende. Habe ich schon erwähnt, dass es ungünstig gewählt war? Es war übrigens ungünstig gewählt. Dann war es zeitlich ungünstig gewählt, weil ich noch genau eine Minute vorm Livestream hier noch durch den Ort fuhr und dann hierher hechtete und dann hier voll abgehetzt davor saß, nichts eingestellt hatte, nichts groß probiert hatte. Es war einfach scheiße, weil ich ja mit dem Umbau hier in meiner Butze so beschäftigt war und ja, Kacke. Und ja, wie gesagt, nichts großartig vorbereitet und aber für einen nicht geskripteten Livestream fand ich ihn auch okay. Und der war ja extrem lang. Ihr könnt das ja hier oben sehen, 4 Stunden, 32 Minuten und 15 Sekunden. Der war wirklich lang. So, gucken wir mal weiter. Vietier73 schreibt: Super Livestream, konnte leider nicht dabei sein, aber vielleicht kann mir einer von euch helfen. Wenn ich DayZ starte und auf einen Server gehe, kriege ich zu sehen, warte auf Spieler, um zu erstellen. Wenn ihr eine Lösung wisst, würde ich mich sehr freuen. Danke. Ich joine mit Play with entweder, boah, woran kann das liegen? Das kann immer so viele Ursachen haben. Guck mal, ob du die aktuelle Beta hast, dass es übereinstimmt. Oder lass einfach mal laufen. Bei meinem Schwager war es so, der hat den Rechner einfach mal eine Stunde, 2 Stunden laufen gelassen. Das war ein fetter Bug, da hing der fest. Naja. Ibemme schreibt, war leider zu der Zeit im Urlaub. Ist das ein... Was ist das für ein Smiley? Erklärt mir bitte den Smiley mit dem C. Ist das ein trauriger Smiley? Ja, der hat ja ganz tiefe Mundwinkel, oder? Das ist ein trauriger Smiley. Ich glaube, das ist ein trauriger Smiley. Ich denke, es ist ein trauriger Smiley. Mr. Dragonslay! Ich fand es genial. Danke, Mr. Dragonslay! Steve Memories, 2 Stunden 53 und 10 war eh die beste Stelle. Danke nochmal für den Livestream, hat echt Spaß gemacht. Wenn Steve Memories hier eine Zeit reinschreibt, dann müssen wir auch gucken, was er meint. Gehen wir da nochmal drauf. Zwei Stunden 53 und 10 Minuten. DMR, bevor ich sie wegschmeiße? Nö. Der Steve Mem Warum ist Steve das nicht in Memory schreibt 720? 5 Minuten bis Mogi. Alter, jetzt macht euch bereit, ey. Da hat er oh, mich ich wurde getötet. angeschossen! Du Hund! Deswegen fandst du das geil. Ja, da hat er mich getötet. Danke nochmal, Steve Memories. Übrigens, der Steve hatte das Spiel schon und oder er wollte es nicht. Er hat jedenfalls bei mir ein Spiel gewonnen. Das wollte er nicht. Oder er hatte es schon. Ich glaube, Mirror Edge war es. Das habe ich noch, also freut euch schon mal auf den nächsten Livestream. Es gibt wieder was zu gewinnen. Okay. Ich bin so verrückt heute. MathMX84 schreibt: Hey, die ersten Minuten sind die besten, aber mach uns beim nächsten Mal bitte ein bisschen lauter. Sind ja kaum zu hören, vor allem der Tatsu. Hat aber einen Heidenspaß gemacht. Liebe Grüße, Math. Später ging's ja dann. Hat mir auch Heidenspaß gemacht. So, Zocker Commander 1 schreibt: Verdammt, hab's wieder verpasst. Sorry, Alex. Aber das nächste Mal bin ich dabei. Zum Glück kann ich ihn jetzt noch schauen. Ich habe einen Knoten schon wieder. Liebe Grüße, Zock. Liebe Grüße, Zock. Das ist cool. Hey, Zock. So. Legendary Gaming LP. Verpasst, Scheiße. So, und der Schock hat geschrieben: Danke, dass ich vorbei sein durfte. Bin circa 15 Minuten zu spät gekommen. Dabei. Nicht vorbei. Danke, dass ich... Ach, dabei sein durfte! Oh, so, gerne. Und danke nochmal an Schork, dass du den TeamSpeak-Server gesponsert hast für den Tag. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Und zwar, ich habe euch gar nicht so viel anzukündigen, weil ich nichts geplant habe für die kommende Woche. Das ist sehr schäbig von mir und ich entschuldige mich für dieses schlechte Verhalten. Das liegt einfach daran, ich habe es eben ja schon mal erwähnt, ich bin auf einer Schulung noch die ganze Woche. Freitag muss ich arbeiten, Wochenende habe ich Zeit. Vielleicht mache ich am Wochenende was. Bis dahin wird es vielleicht ein bisschen mau. Jetzt kommt die Katze schon wieder. Mau aussehen.
Und, also vielleicht schaffe ich irgendwann mal zwischen Tür und Angel abends nochmal was aufzunehmen, was ich auch sehr gern machen würde. Wie gesagt, DayZ haben wir gerade eine Mini-Pause, weil die Bugs so heftig waren. In Stary Sober waren derbe Bugs, ihr kennt das ja von meinen Videos. Also es war ein bisschen krass. Vielleicht switchen wir ja auch mal auf eine andere Map. Keine Ahnung, so. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen. Da muss ich, Ubisoft, nein, so heißt das nicht. Da muss ich mal auf giga.de. Ich habe nämlich was bei giga.de gesehen, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Entschuldigt, das war das Mittagessen. So, total toll, einen Mann beim Googlen so zuzugucken. Ah, ja. Ja, ja, sehr, sehr interessant, ja. Ja, zeig uns mehr. Scheiße, fuck! Mal gucken. Es muss im Games-Bereich gewesen sein. Ich weiß es nicht! Es muss im Games-Bereich gewesen sein. Leute, es muss einfach im Games-Bereich gewesen sein. Ist schon ein bisschen her, dass ich das gesehen habe. Aber ich wollte euch das echt mal zeigen, weil ich das cool fand. Ich nutze ja auch die Vendetta-Woche, um euch mal ein paar neue Sachen zu zeigen. Und vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht. Alle anderen werden schreiben, hey, du bist so ein Noob, Alter. Natürlich wüssten wir das. Ah, hier, da ist es ja. Hitman Blood Money im Browser spielen. Und zwar, das wollte ich euch mal zeigen. Wir gehen da jetzt mal hin. Ihr geht auf caroline.com. Ihr seid natürlich weit über 18 hier. Ich bin 24 geboren. So. So. Und ihr seht jetzt, hier ist Hitman Blood Money. Ne? Und ich suche jetzt mal, welches war denn immer mein Lieblingslevel. Das war auf dieser Weihnachtsfeier. Ich muss gerade überlegen. Das nicht, das nicht, das nicht. Es müsste eigentlich das hier sein. Glaube, das ist es auch. So, Play Now. Gehen wir mal drauf. Das dauert jetzt geringfügig, weil... ich habe das doch installiert, ihr Penner. Ich habe das doch installiert. Ich erkläre euch das System in der Zeit. Wir spielen Rookie, scheißegal. Ich erkläre euch das System. Und zwar, ihr könnt hier das vollwertige Spiel spielen. Ja, ihr könnt ja auch so ein bisschen hier so... jetzt geht es gerade nicht, weil er lädt. Aber den Browser auch größer zoomen. Ach, da wollte er gerade. Ne, jetzt will er nicht mehr. Was soll denn der Scheiß? Ein extra Playtime. Ich brauche gerade keine. Eck. Ich will das Level nochmal. So. Eck. Was ist hier los? Liegt das vielleicht daran, dass ich einen Werbeblocker anhab? Ach Mensch. Komm mal her. So. Überall deaktivieren. Ich komme nicht zum Erklären. Ich merke das gerade. Also. Ihr spielt ein Spiel, in dem Fall Hitman. Oder es gibt auf der Seite noch Little Ninjas und bald kommt Tomb Raider and the Guardian of Light oder wie das heißt. Und ihr könnt dieses Spiel vollkommen kostenlos spielen. Und das will ich jetzt ja mal machen. Es wird gestreamt. So. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Ihr wollt es spielen. Hier unten seht ihr, ich habe 10 Minuten auf meiner Uhr. Wenn ich jetzt mehr spielen will, muss ich mir ein Video angucken. Ich gucke mir jetzt mal das Video an. Es tut mir leid. Ich drücke mal hier drauf. Das ist ja voll Latex. Kann ich das auch leiser machen? Das Scheiß. So. Hallo, weiter. Wir waren noch nicht fertig. So, ich trinke mal einen Schluck in der Zeit. Obwohl, ich kann ja trotzdem nebenbei reden. Also, ich gucke mir jetzt dieses Video an. Ihr habt daneben ja diese gelben Zahlen gesehen. 25, 10, was auch immer. Und fürs Angucken der Werbung bekomme ich extra Zeit, um das Spiel zu spielen. Also, ihr müsst dann halt immer mal eine Minute Werbung alle 10 oder 15 Minuten ertragen. Und dafür könnt ihr umsonst das Spiel spielen. Ist das was? Also, ich finde das geil. Ich meine, klar, Hitman, Little Ninjas, obwohl das jetzt hier Little Ninjas Adventure ist für... Ich gehe noch von Xbox aus, oder? Weil das so Kinect-mäßig aussieht.
Ich denke, dieser Markt wird wachsen. Das sagt euch jetzt mal der alte Mann hier. Weil ich sehe da viel Potenzial drin. Die Leute, die Entwickler überlegen sowieso immer mehr so in Free-to-Play zu investieren, weil Free-to-Play bringt anscheinend doch ordentlich Kohle. Wichtig ist nur, dass es nicht Pay-to-Win ist. Also sprich, ah hier, you have earned 25 minutes. Oh, okay. You have earned 35 minutes of playtime. Machen wir jetzt mal. So, Rookie, ich will halt wegschießen. Ja, halt die Schnauze. Target 1, bla 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 bla. Select Weapons. So, ich will natürlich die Silverballer. Die sind voll gut. Ich will, das will ich haben. Ich will das haben. Habe ich noch mehr Geld? Ich will, ach, Shotgun nehmen wir auch. Scheißegal. Upgrade. Klar, Silverballer, Upgrade. Bye, bye. Bye. Equip. Nee, ist richtig. Kann ich auch hier das Zweier? Kann ich noch irgendwas auswählen? Hab kein Geld. Ist ja auch egal. So, back, back. So, start the mission. Start. Ist mir egal. Wir starten jetzt die Mission. Und ihr seht, ich bin in meinem Browser. Ja, alles cool. Achso, Respring ist, meine Maus ist weg. Wo ist meine Maus? Hallo, Maus? Könnt ihr mich noch sehen? Ah, okay. Die ist gerade weg wegen, ne, weil ich ja spiele. So. Jetzt habe ich natürlich das, den Sound ein bisschen leise gemacht. Drehen wir nochmal ein bisschen auf. So. Ich laufe jetzt hier rum. Ich sehe zum Beispiel keine Verzögerung. Natürlich ist die Grafik jetzt nicht mega geil. Ich weiß nicht, ich kann auch auf F12. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Spiel seht. Deswegen gehen wir wieder raus aus dem Fullscreen. Ne, kann ich groß zoomen. So, in dieser Mission muss man nach da oben. Man darf keine Waffen mitnehmen. Bla, 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 bla. Da wir da jetzt keinen Bock drauf haben, legen wir mal ein bisschen los hier. Peng, 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 peng. Ich mach die nun mal alle ganz schnell platt hier. Oh, der flog geil. Ich liebe diese Silberballer, weil die so stark sind. Hallo, du hast einen Kopfschuss. Flieg mal weg. So, das sollte es gewesen sein. So. Und jetzt machen wir mal ganz... einfach nur mal ein paar Runden hier. Ne, das wollte ich nicht. Was war das? Alter. Alter, du hast mir einen Header verpasst. Ach, Mensch, auf. So. So, war's das? So. Schnauze hier. So, ich will. Alter, da ist immer noch einer. War's das jetzt mal hier? Hier ist meine Schrotflinte. Oh ne, ich will die ja mitnehmen. Hallo? Ja, dann bleibe ich halt bei der. Ist ja auch egal, ich will die Klamotte eigentlich. Ach da, Suit. So, jetzt sehe ich so richtig cool aus, ne? Jetzt fahren wir mal nur mal zum Spaß hier hoch. Ich weiß auch nicht, ob man die Spiele auf Deutsch stellen kann. Das kann ich euch nicht sagen, ob das geht. Call. Call, 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 call. Call, 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 call. Wenn der Fahrstuhl nicht kommt, dann wird halt Dollar gedrückt. Ist doch logisch. So, weg ist der auch. Habe ich irgendwen hier vergessen, dass hier noch so viele rumrennen? Alter, hast du Glück. Naja, nicht wirklich. Alter, hast du Glück, dass der nicht schießen kann? Na, geht doch. So, dann stecken wir das mal weg und gehen jetzt einfach mal hier hoch. Ach scheiße, das geht ja so einfach nicht. Wer schießt denn da auf mich? Alter. Verpisst euch. Bang, 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 bang. So. So viel dazu, dass man in dem Spiel vorsichtig vorgeht. Muss man nicht. Oder ist jetzt der Elevator da? Ah, er ist da. Okay, cool. Ich will zum Penthouse. So, einmal zum Penthouse. Hallo? First Door. Danke. Aha. Ich brauche nochmal einen Schluck. Und jetzt zieht euch das rein. Hier unten läuft die Zeit ab. Wenn ich jetzt das Level komplett freistellen will oder frei
packen möchte, also anlocken, da steht's ja, kann ich 49 Cent bezahlen. Ist ja Blödsinn. Alter, woher wisst ihr denn schon, dass ich hier bin? Penner. Blöden Penner. Na, Honey Bunny? Oh, oh, keine Munition. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Alles zur Zeit. Fuck you. Fuck you. So, okay. Geht auf jeden Fall mal. Es ist zurzeit noch in der Beta-Phase. Hier, Core Online heißt das ganze Ding. Guckt es euch mal an. Ich finde das saumäßig interessant. Ich gehe mal hier drauf. Hier seht ihr es ja. Little Ninjas, Agent 47. Da ist Lara Croft. Und hier irgendwo andere Scheiße. Keine Ahnung. Wollte ich euch mal vorstellen. Spring is my love. So. Ah, scheiße, ich habe Werbung. Keine Werbung. Wollte ich euch mal vorstellen. So, jetzt habe ich mindestens, ich kann mal gucken, 26 Minuten und 17 Sekunden nur Scheiße gelabert, Blödsinn gelabert, aber eure Kommentare vorgelesen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich heute mal ein bisschen komisch drauf war. Und das ohne Drogen. So. Wie gesagt, wenn was kommt, wünscht euch einfach mal was. Fordert uns in CSGO raus und habt eine schöne Woche. Ich habe euch alle lieb. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.